Servus und hallo Community, FBM-Modding, lieber Zuschauer, lieber Abonnent. Heute kommen wir zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Krampel Bandit 750. Das ist eine umgebaute Version des Standard-Krampel, bei dem du die Hauptfarbe verändern kannst. Du kannst zwischen einem hellen Grün, was mich schon fast gleicht wie das grelle Grün von Fendt, das Fendt Motion Grün, in Schwarz kannst du ihn umfärben, in einen Silber-Weiß-Ton, in einen dunkleren Grünton, in ein dunkleres Blau, in ein helles Blau und in ein Blaugrau. Wir schauen uns jetzt mal die schwarze Variante an. Radsetup können wir auch wählen zwischen Michelin Cow X-Bip, den T404, den Twin Forestry 428SB und den Standardbereifung. In dem Fall gucken wir uns jetzt mal die Michelin Cow X-Bip an. Felgenfarbe können wir natürlich auch noch konfigurieren. Es steht natürlich nicht die komplette Farbpalette zur Verfügung, aber ich finde, das reicht für den meisten voll und ganz aus. In dem Fall nehmen wir die Standardfarbe. Schild kannst du auch noch entwerfen. Das ist sozusagen für die Geschwindigkeit hinten. Also falls du einen JCB hast oder einen LKW davor spannst, zum Beispiel einen Agro-Truck, dann würde ich dir empfehlen, mach das 80er Schild hin. Fährst du mit einem Schlüter, dann würde ich dir eher raten, geh auf 40. Klar, wenn du nicht den höheren Motor drin hast, dann würde ich den 40 empfehlen. 50, zum Beispiel bei einem 700er Vario, bei einem John Deere oder auch als Beispiel ein kleinerer Deutz. 60 empfehle ich dir. Zum Beispiel für den Deutz 9er 9 Series oder für den Fendt 900er oder für den 1050, aber da finde ich ein bisschen schon zu groß. Ja, in dem Fall machen wir das 50er Schild hin. Bei Design könnt ihr dann noch auswählen, ob ihr das komplette Design haben wollt. Und also für was das komplette Design beinhaltet, das beinhaltet einmal den Spruchheck, den könnt ihr auch separat erwerben, wie hier zu sehen. Eine Forke und Spaten, diese liegen dann vorne drauf, nach meinem Wissen her. Das werden wir auch gleich angucken uns. Ein Tank und eine Toolbox. Oder komplett. Nehmen wir mal komplett mit den Michelin Cargo X-Bin. Kaufen. Der Gesamtpreis beträgt jetzt hier der Grundpreis 51.000 Euro. Und da sind jetzt natürlich noch diese Konfigurationen dazu kommen. Deswegen 4050 sind wir bei einem Preis von 55.050 Euro. Die täglichen Unterhaltskosten belaufen sich auf 25 Euro. So, jetzt haben wir das kurze Stück gekauft. Hier erkennt man jetzt, der Schriftzug ist wie gewohnt in sehr guter Qualität, sehr scharf, gefällt mir. Hier sieht man den kleinen Tank angesprochen, also es sind so kleine Deko-Elemente. Hier sind der Spaten drauf und eine Mistgabel und ich finde, das macht ein nettes Gimmick. Toolbox, Werkzeugkiste, warum nicht, gefällt mir. Hier steht es nochmal dran, umgebaut von FBM-Modding. Und das ist jetzt die schwarze Ausführung und hinten ist dann der Spruch drauf. Gut, in der schwarzen Variation sieht man das jetzt nicht so gut. Aber man kann erkennen, dass das da drauf steht. Hier steht das 50-Logo noch drauf. Und ja, jetzt hängen wir uns den mal an. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, also an die Jungs von dem FBM-Modding. Es war Kritik auf hohem Niveau, aber die Lichter hinten, das sind unscharf mit dem Reflektor.
Ich würde mir wünschen, vielleicht für die nächste Version, dass es besser aussieht. Der, wo es natürlich weiß, wie es geht, von den Texturen austauschen, ist es nicht das Problem, aber ich wollte es halt nur anmerken. Aber ansonsten gucken wir uns den jetzt mal an. Einmal ankuppeln mit Taste Q und dieser Anhänger verfügt, wie man hier erkennen kann, auch über Dynamic Houses. Finde ich sehr geil, weil ich habe ja einen 700er, mir schaut Standard umgebaut und der unterstützt es. Und jetzt gucken wir uns mal noch die andere Bereifung an, was es sonst noch für welche gibt. Dieses Mal gucken wir uns jetzt mal die T404 an. Wählen als Hauptfarbe die grüne Variation und als Felgenfarbe rot. Da gucken wir mal an, wie das dann aussieht. Das sieht dann, wie angesprochen, sieht es dann so aus, wie das ist grün, von diesem Fendt Motion Grün. Wer zum Beispiel jetzt unbedingt einen Fendt Rampe-Anhänger braucht, ist hier eigentlich wirklich gut bedient. Man sieht, die Bereifung hat sich verändert. Ist auch optisch sehr gut, gefällt mir. Und ja, gefällt mir sehr gut. Ja, also an diese Bereifung dran und hinten sieht man jetzt auch verbessert, was da dran steht. Gefällt mir. Dann machen wir mal noch die Twin Foresty 428 SB in einem Blauton, Blau-Grauton mit einer Felgenfarbe von Schwarz. Sieht dann ungefähr dann so aus. Macht natürlich einen ziemlich edlen Eindruck, muss ich sagen. Also der Body. Klar, die Reifen sind jetzt gewöhnungsbedürftig, aber diese gibt's. Und ja, aber ansonsten, das Grau macht einen sehr edlen Eindruck. Also wenn ihr sagt, ihr wollt nur edle Sachen transportieren, das geht auch. Was sich noch getan hat, ist natürlich innen. Das Rollband ist nicht mehr grün, es ist jetzt grau. Aber ich finde, es tut keinen Abzug gibt es oder sonst, und ich finde es eher gut. Auch das Cassis vom Anhänger, das hat sich jetzt auch verändert. Und das ist auch in Grau, was mir sehr gefällt. Und jetzt gucken wir uns mal noch an, nach einem kurzen Cut, wie es denn aussieht mit dem Befüllen des Anhängers. Was ich noch anmerken wollte, Beleuchtung hat er auch verbaut. Wäre ja auch schlecht, wenn er es nicht hätte. Aber ich finde es gut. Was mir auch noch aufgefallen ist, der Anhänger liegt sehr gut auf der Straße, macht keine Probleme, er wackelt nicht oder sowas oder schlägt nicht aus oder sowas. Und das finde ich sehr cool. Was mir auch aufgefallen ist, Kennzeichenbeleuchtung ist auch drin. Das ist sehr nice und rundet das ganze System nochmal ein Stück weiter ab. Und bringt auch nochmal mehr Realismus rein. Also von dem her, es kann sich definitiv sehen lassen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Weizen und dann gucken wir mal.
Klar, der Anhänger würde jetzt normalerweise jetzt nicht so runtergehen. Ich habe jetzt dann Gewicht Mod drin, dass es halt schwerer wird, aber ich muss sagen, passt. Fillblind kann man erkennen und alles. Gucken wir uns noch die Abladeanimation an. Und dann kommen wir zum Fazit. So, kommen wir zum Fazit des Krampe. Also mein Fazit zum Krampe Bandit 750. Es gibt 5 Sterne. Deshalb, weil es gibt so viele Konfigurationsmöglichkeiten. Du kannst die Farbe anpassen. Du kannst das Radsetup dir selber anpassen, wie du nach beliebig. Kannst du dir anpassen. Die Felgenfarbe kannst du selber designen, was dir zusagt. Das Design kannst du auswählen, ob du jetzt hinten dran die Werbung drauf haben möchtest, sage ich jetzt mal. Und ob du die Spaten und so weiter, ist eine ne nette Erweiterung. Das kann mit der Kennzeichenbeleuchtung und so weiter rundet das Ganze ab. Ebenso die Dynamic Houses. Mag jetzt vielleicht nicht für jeden was sein, aber wenn es der Traktor unterstützt, finde ich das ein sehr nettes Gimmick, weil es bringt noch mehr Realismus rein in das Spiel. Und ja, volle 5 Sterne. Vielen Dank an so einen tollen Mod. Dankeschön und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen hammergeilen Tag. Frisch gestrichen, reingehauen und Knockout. Wir sehen uns.